Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Spyro the Dragon in der Reignited Trilogy. Und ja, das Ganze hier ist natürlich mal wieder ein Themen-Let's Play. Und ich glaube, ich habe es schon im letzten Part so ein bisschen angeteasert, worüber ich heute reden möchte. Und zwar möchte ich heute einfach mal ein bisschen, ja, über meinen neuen Computer reden, den ich ja in den Osterferien bekommen habe. Und zwar, ja, habe ich mich einfach dazu entschieden, dass mein Spiel mal wieder hängen bleibt. Alter. Okay, Leute, ich glaube, ich habe das Problem jetzt endlich gefixt bekommen. Ich glaube, ich weiß jetzt, woran es lag. Und ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Aber wie dem auch sei, heute möchte ich auf jeden Fall über meinen neuen Computer reden. Und natürlich sei aber noch erwähnt, dass ihr weiterhin gerne Themenvorschläge schreiben dürft, auch wenn dieses Projekt unregelmäßig kommt, ne? Dürft ihr trotzdem gerne Sachen reinschreiben. Und ja, wie gesagt, heute geht es aber erstmal um meinen neuen Computer. Und zwar habe ich mich einfach vor ein paar Monaten dazu entschieden, dass ich endlich mal einen neuen Rechner brauche. Weil ich muss sagen, mit meinem alten Laptop war es halt schon recht stressig. Weil, ja, ich sag mal so, mein alter Laptop hat halt für alles immer ewig gebraucht, ne? Und so konnte ich, egal ob es für YouTube, Twitch oder für die Schule war, konnte ich halt einfach nicht sehr produktiv arbeiten. Ich muss ja sagen, ich habe den Laptop ziemlich viel genutzt, ne? Und er hat mir auch vieles geleistet, ne? Er hat auch echt gut seine Zeit überstanden. Aber ich sag mal so, ich habe einfach gemerkt, okay, so langsam ist die Zeit vom Laptop abgelaufen, beziehungsweise wird er halt wirklich nur noch immer langsamer mit der Zeit und ja, so konnte es halt einfach nicht weitergehen. Und deshalb habe ich dann mich dazu entschieden, dass ich mal so langsam danach schaue, was es denn so für gute Rechner auf dem Markt gibt. Ich habe mich auch teilweise ein bisschen beraten lassen, unter anderem auch von Freunden wie dem guten CJ zum Beispiel. Grüße gehen raus. Ja, habe ich mir auf jeden Fall einiges angeschaut. Und ursprünglich wollte ich mir auch einen Fertig-PC kaufen, auch wenn ich weiß, dass diese schlechter sind. Aber ich kenne mich eben einfach nicht aus, sage ich mal, mit ja, PC zusammenstellen. Damit kenne ich mich eben einfach nicht aus. Aber tatsächlich war es dann so, dass mein Stiefvater mal sich bisschen ja, bei seiner Arbeit ein bisschen umgehört hat, ne? Also irgendwie, ich finde es schon witzig, wenn ich was Neues will oder so. Mein Stiefvater hört sich immer um, ne? Der hört sich immer um. Und tatsächlich war es dann so, dass ich glaube, ein Arbeitskollege ihm einen PC-Händler empfohlen hat, bei dem man auch ja, PCs zusammenstellen lassen kann. Und ja, das ist ein PC-Händler, der verkauft. So wie ich das mitgekriegt habe, verkauft er wirklich gar keine Fertig-PCs, sondern passt halt einen Computer immer an den Kunden an. Und deshalb habe ich, wie gesagt, mich da auch beraten lassen, wie gesagt, unter anderem von CJ, was denn so gut ist und so, beziehungsweise was ich brauche für, ja, für meine Verhältnisse, sage ich mal, oder für meine Bedürfnisse, nicht Verhältnisse. So rum. Tut mir leid, Mann. Mensch, Manu, du musst doch Deutsch lernen. Du musst doch auf die offiziellen Fachbegriffe achten. Ja, wie gesagt, habe ich mich da ein bisschen beraten lassen quasi. Und mein Stiefvater hat sich da umgehört. So bin ich dann zu dem PC-Händler auch gekommen. Und wir haben dann gefragt, ob der offen ist, ne? Eigentlich wäre ich auch zum Mediamarkt gegangen. Von wegen, ja, kaufe ich mir halt da einen PC, weil
Mediamarkt ist halt einfach so Technikladen, den man halt kennt, ne, sage ich mal. Aber zum Glück, sage ich mal, war der Mediamarkt einfach zu, ne? Und zwar im Allgemeinen, ne? Ihr kennt ja die derzeitige Situation. Und ja, ihr wisst, denke ich, warum ein Mediamarkt geschlossen hat. Ja, einfach wegen der derzeitigen Situation. Wie gesagt, hatte der einfach geschlossen. Dann dachte ich mir, okay, rufen wir mal beim PC-Händler an. Weil ich hatte auch Daten von ihm und so. Beziehungsweise hat sich mein Stiefvater eben die Daten für den PC-Händler geben lassen. Oder vom PC-Händler. Dass wir da eben anrufen können. Und das haben wir dann auch getan, um eben einen wunderschönen Termin zu vereinbaren. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ist denn der Typ mit dem Ei? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Wo ist denn der Typ? Auf jeden Fall haben wir dann dort einen Termin ausgemacht, ne? Mit dem PC-Händler haben wir einen Termin ausgemacht. Und ja, da sind wir dann hingegangen. An einem Tag, ich glaube ein Donnerstag war es. Und dann habe ich dem auch einige Sachen gesagt, die ich mir für meinen PC quasi wünschen würde. Ne? Und dann hat er halt eben die dementsprechenden Teile alle bestellt. Ne? Und als die dann da waren, sämtliche Teile, hat er dann den PC zusammengebaut. Na hoppla. Zusammengebaut und hat mir dann Bescheid gegeben, ne? Der hat mir dann Bescheid gegeben, so von wegen, yo, jetzt ist dein PC fertig. Und ich glaube, am nächsten Tag schon kam der tatsächlich vorbei, muss ich schon sagen. Also echt guter Service bei diesem PC-Händler, bei dem ich bin, beziehungsweise war, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Und ja, wie gesagt, dann kam er tatsächlich vorbei und hat bei mir zu Hause auch schon alles installiert, ne? Dass ich halt wirklich so gut wie nichts tun brauche. Der hat alles eingerichtet, also alles angeschlossen hier bei mir im Zimmer und hat schon sämtliche Voreinstellungen quasi für mich erledigt. Was ich schon sagen muss, ist ziemlich ehrenvoll auf jeden Fall. Das hättest du jetzt bei solchen ja, Großhändlern bzw. großen Läden wie Mediamarkt hättest du eben sowas nicht, ne? Dass dir halt wirklich, dass du halt so einen super Service hast. Das hättest du einfach nicht. Und deshalb, ja, Glück im Unglück, ne? Dass halt Mediamarkt zu war, wie gesagt, weil sonst wäre ich dorthin gegangen. Und was tatsächlich auch noch sehr witzig war an dem Tag, wo der PC-Händler kam. Ja, tatsächlich war es so, dass im ganzen Haus kein Strom war. Also wirklich im ganzen Haus, außer in meinem Zimmer. Ne? Außer in meinem Zimmer. Und ich glaube, sowas hatte ich auch noch nie. Wirklich, also das war sauwitzig, ne? Das war sauwitzig, also es war, wie gesagt, das ganze Haus war lahm, ne? Und ich glaube, es waren insgesamt 7 Häuser im Dorf betroffen sogar. Außer mein Zimmer. Das heißt, zum Glück konnte der PC-Händler alles einrichten bei mir. Und ja, zum Glück war das dann so. Ja, nachher kam dann an dem Tag noch ein Techniker, ne, der das Stromproblem eben gefixt hat. Nachher hatte ich auch keinen Strom mehr, aber solange der PC-Händler da war, hatte ich Strom. Also irgendwie ganz kurios auf jeden Fall, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und was aber komisch war bei meinem neuen Computer, also alles hat prima funktioniert, ne? Sämtliche Programme haben sich zack in einer Sekunde geöffnet und so, was früher für mich niemals denkbar gewesen wäre mit meinem Laptop. Also die Programme und so, es war wirklich alles schnell und alles hat gut funktioniert.
Aber was eben ein bisschen komisch war, war, dass ich hier an diesem Rechner keinen guten Internetempfang hatte. Ich dachte erstmal, dass das irgendwie ein Problem war, von wegen, ja, dass ich halt eben quasi, was wollte ich sagen, dass es halt eben ein Problem wegen dem Neustart quasi war vom Strom oder so, dachte ich mir, dass es da irgendwie ein Problem war. Und dass wir allgemein kein gutes Internet haben, aber ich habe es auf meinen anderen Geräten getestet und da hat alles gut funktioniert, internettechnisch. Und ich habe mich echt gewundert, hä, warum hat denn mein neuer Rechner nicht so ein gutes Internet, ne? Oder nicht so einen guten Internetempfang? Hat mich eben einfach gewundert. Und ja, was habe ich dagegen getan? Also ich muss sagen, ich denke, dass es wahrscheinlich kein gutes Internet hatte. Weil ganz einfach der PC hier ein bisschen in der Ecke ist, wo der halt ein bisschen versteckt ist, ne? Wo vielleicht, keine Ahnung, die Verbindung nicht so gut hinkam quasi. Und was habe ich dagegen getan? Ganz einfach, ich habe einfach tatsächlich meinen Onkel herbestellt, der sich auch sehr gut mit Computern und so auskennt, ne? Und dann haben wir mal überprüft, ob ich denn mit einem LAN-Kabel eine bessere Verbindung hätte. Also wir haben ein LAN-Kabel von ihm benutzt, ne? Von meinem Onkel zu Hause. Haben wir benutzt. Und da haben wir das einfach getestet quasi, ob das besser funktioniert. Wie gesagt, weil der Computer ist halt hier eben ein bisschen in der Ecke, ne? Wo halt nicht so gut Empfang hinkommt. Aber ja, mit LAN-Kabel hat es dann eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann habe ich es dann so gemacht, dass ich mir dann natürlich ein LAN-Kabel gekauft habe. Seitdem habe ich hier auch gutes Internet an meinem neuen Rechner. Und ich bin sehr zufrieden jetzt, ne? Ich bin sehr zufrieden. Alles läuft gut hier, ne? Und ja, es ist echt ein Traum, ne? Muss ich sagen, auch mit zwei Bildschirmen, ne? Zum Beispiel, wenn ich auch jetzt zu den Homeschooling-Zeiten zum Beispiel noch was für die Schule mache, dann kann ich nebenher trotzdem zum Beispiel auf YouTube was laufen lassen. Keine Ahnung, irgendein Themen-Let's Play oder so. Und mir das quasi nebenher reinziehen, zum Beispiel, wenn ich eine kleine Pause brauche oder so. Oder wofür es natürlich auch geschickt ist. Ja, fürs Aufnehmen ist es natürlich auch geschickt. Wenn ich quasi nochmal das Aufgenommene als Vollbild quasi mir noch anzeigen lassen kann auf meinem zweiten Bildschirm. Also ihr müsst wissen, früher war es so, dass ich quasi hier mein Aufnahmeprogramm habe, ne? OBS, was ja eigentlich wirklich jeder nimmt, weil es einfach das Beste ist. Und in OBS hat man ja ein Fenster quasi, wo das Aufgenommene quasi angezeigt wird und darunter hat man halt noch sämtliche Anzeigen wie die verschiedenen Tonspuren, die man aufnimmt oder eben auch Sachen wie Aufnahme starten und stoppen, ne? Sowas wird eben alles hier angezeigt, ne? Quasi in OBS und man hat also das Aufgenommene nicht als Vollbild, ne? Das heißt, man sieht es halt ein bisschen kleiner. Und ja, über dieses Fenster habe ich immer damals mein Spiel gesehen quasi. Und jetzt kann ich halt wirklich sagen, jo, zeig mir mein Spiel doch auf meinem zweiten Bildschirm an, in groß, ne? Ohne den ganzen Aufnahme-Krimskrams, der hier noch dran steht. Und das ist halt echt sehr komfortabel, muss ich schon sagen. Dafür ist es auch echt geschickt. Und ich fühle mich echt wohl mit meinem neuen Computer, muss ich schon sagen. Das war eine Investition, die war schon sehr lange fällig eigentlich, ne? Muss ich schon einfach dazu sagen. Die war schon sehr lange fällig, weil mein Rechner einfach, also mein Laptop, einfach nicht mehr gut lief, ne? Beziehungsweise halt einfach sehr, sehr langsam war. Und deshalb bin ich froh, dass ich mir den neuen Rechner zugelegt habe.
Das ist ja gerade ein bisschen knapp in dem Fluglevel. Aber ja, so ist das Ganze, ne? So ist das Ganze. Und ich bin jetzt echt zufrieden, wie gesagt. Wie gesagt, da bin ich jetzt echt zufrieden. Aber ich bin nicht zufrieden, dass ich hier gerade dieses Fluglevel nicht schaffe. Das würde ich gerne in dem Part noch schaffen. Auch wenn ich, glaube ich, zu meinem neuen Computer nichts mehr zu sagen habe. Für diejenigen, die es vielleicht interessiert, was ich hier alles an Technik drin habe. Keine Ahnung, vielleicht schreibe ich euch das noch in die Beschreibung oder so. Weil ich weiß jetzt selber nicht die genauen Namen von Grafikkarte, Prozessor und so. Habe ich jetzt auch nicht alle im Kopf. Ne? Ich hab halt dem PC-Händler meine Bedürfnisse gesagt. Und der hat es dann daran angepasst. Deshalb passt schon. Ne? Aber weiß ich jetzt selber auch nicht genau die Namen und so. Ne? Deshalb, ja, vielleicht packe ich es euch in die Beschreibung oder so. Für diejenigen, die das vielleicht technisch interessiert, weiß ich ja nicht. Und ja, alles gut, ne? Eine neue Ära kann auf jeden Fall starten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich meinen Laptop hatte, ne? Ich glaube, den hatte ich schon einige Jahre und ich habe den halt auch ziemlich auf Trab gehalten, sage ich mal. Also, es ist echt schon krass, was mein Laptop alles quasi durchgestanden hat, obwohl er so schlecht war. Ich meine, für damals hat es gereicht, ne? Für damals hat es gereicht, als ich ihn zum Beispiel auch noch nicht zum Aufnehmen genutzt habe. Ich habe ja dann erst als der gute Retro-Basti, Grüße gehen raus, mir sämtliches Aufnahme-Equipment quasi geschenkt hat. Erst dann habe ich den Laptop ja wirklich quasi ausgelastet, ne? Mit dem ganzen Gedöns. Ich meine, vorher habe ich halt Videos drauf geschaut und so, aber sonderlich viel habe ich dann nicht gemacht. Aber ja, und natürlich ist da ein Laptop nicht so gut für, ne? Wenn man einfach so viele Sachen macht wie ich. Und deshalb muss ich schon sagen, ist es jetzt ein echter Luxus für mich eigentlich schon. Bezahlt habe ich übrigens, stimmt, das könnte ich noch erwähnen. Bezahlt habe ich für meinen neuen Computer insgesamt, ne, mit allem drum und dran, habe ich 1022 Euro bezahlt, ne. Also schon ein ordentlicher Preis eigentlich, ne, muss ich schon sagen. Das ist eine Investition, die macht man jetzt nicht jeden Tag, aber ich sag mal so, das Geld wollte ich einfach ausgeben. Einfach, dass ich jetzt für einige Jahre hoffentlich quasi abgesichert bin, ne? Dass ich jetzt für einige Jahre hoffentlich versorgt bin hier. Ich meine, vor allem jetzt auch, seit ich an der neuen Schule bin, muss ich auch immer mehr am Computer machen. Und da ist es schon echt gut, ne? Da ist es schon echt gut. Ich meine, ich bin an einem technischen Gymnasium und natürlich wird da auch viel gemacht am Computer, ne? Und vor allem auch natürlich während der Homeschooling-Zeit, ne? Natürlich da auch. Und wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, Leute. So, jetzt lass mich aber hier das Level schaffen, bitte. Das möchte ich heute noch gerne hinbekommen. Auch wenn die Zeit gerade wieder extrem knapp ist. Aber ich muss sagen, diese Fluglevel, die hasse ich schon. Die hasse ich schon extrem. Die sind einfach der größte Bullshit im Spiel. Ach, schon wieder nicht. Mir egal. Es ist ein Themen-Let's Play, da wird nichts geschnitten. Wenn es stört, tut mir leid. Ne? Und dafür sind meine geschnittenen Let's Plays da, um zu schneiden. Und das hier ist eben kein geschnittener Let's Play, sondern ein Themen-Let's Play. So. Und wie gesagt, wird auch unregelmäßig kommen. So. Aber ich glaube, ich habe hier an sich schon eine ganz gute Route, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch Spyro und kennt sich vielleicht aus, ob es da eine bessere Route gibt, die Sachen zu holen hier im Fluglevel. Also die Fluglevel sind ein bisschen anders, ne? Da muss man eben die ganzen Sachen hier quasi zerstören, die quasi hier angezeigt werden.
In welcher Reihenfolge man das macht, ist prinzipiell egal. Aber man muss es halt auch in der Zeit schaffen. Ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich meine, man kriegt auch neue Zeit dazu. Aber trotzdem, ihr seht ja, wie knapp das Ganze ist. Deshalb, ich hoffe, ich schaffe es jetzt in dem Versuch. Weil ja, zum Thema habe ich halt wirklich alles gesagt. Oder, also glaube ich schon. Ne? Ich habe mir hier auch Punkte aufgeschrieben, die ich bereden will. Und da habe ich eigentlich alle quasi besprochen. Natürlich könnt ihr auch noch Fragen stellen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Sei es von technischer, sei es irgendwas Technisches oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich, wie gesagt, alles gesagt zu meinem neuen Rechner. So, hier ist noch so ein Pilot-Typi. Und da noch. Komm. Jawohl, jetzt schaffen wir es. Jawohl. Okay, das wäre sonst echt ätzend geworden hier mit dem Part. Okay, aber jetzt ist es wenigstens geschafft. Okay, beenden, jawohl. Und Leute, dann würde ich sagen, soll's das von diesem Part von Spyro the Dragon gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.